Schönen guten Morgen. Schön, dass alle da sind. Wir müssen Abstand und schön, halten. Dass wir aufeinander Acht geben. Denn wir sind gerade in schwierigen Zeiten. Und in denen sollten wir auch solidarisch sein, gerade während der Covid-Pandemie. So, mach mal erstmal Pause. Ich komme. Ja, wir wollten Sie nicht stören. Wir hätten auch noch gewartet. Alles gut. Alles ist noch nicht so gut verheilt. In diesen Zeiten ziehen wir uns nicht komplett ins Private zurück. In einer Krise, in der die zentrale Forderung lautet, bleiben Sie zu Hause, ist unser Motto. Mieterinnen, wegweisende Urteile dürfen nicht ungehört und unkommentiert bleiben. Deshalb sind wir heute hier und achten natürlich auf das Infektionsschutzgesetz. Heute wird in diesem Hohen Hause Mieterrecht verhandelt. Es geht um die zentrale Frage, ob uns Mieterinnen jede teure Unsinn an energetischen Maßnahmen übergeholfen werden kann und wir dabei keinerlei Anspruch auf Wirtschaftlichkeit haben. Wo gibt es denn sowas? Keinen Anspruch auf Wirtschaftlichkeit in einer Marktwirtschaft? Wenn der Staat meint, vorgeblich zum Schutze des Klimas bestimmte Maßnahmen zu fördern, dann darf das nicht zum Freibrief werden und zur einseitigen Last für MieterInnen führen, der hier alles bezahlen muss. Und schaut man sich diese Maßnahmen an, sind diese alles andere als umweltfreundlich. Dämmmaterialien aus Öl und Kunstharzen werden an unsere Häuser mit dicken Ziegelwänden geklebt. Putz und Farbe bestehen aus einem gefährlichen Chemiecocktail, um den alten Bewuchs aufzuhalten. Dass dies nicht gelingt, sehen wir an gedämmten Fassaden, die keine 10 Jahre alt sind und schon jetzt überholungsbedürftig aussehen. PVC-Fenster, auch aus nicht nachhaltigem Erdöl hergestellt, werden eingesetzt, wo früher wertvolle, schöne und zum Hause passende Holzkastenfenster waren, die deutlich mehr Licht in die Wohnung lassen. Fensterausschnitte werden nun zu Schießscharten durch 16 cm Dämmung. Architekten nennen diesen Umgang mit den Häusern dieser Baukultur nicht ohne Grund Hausschlachtung. Die tödliche Brandgefahr, die diesen Fassaden steckt, sei nur erwähnt. Siehe Grenfell Tower. Und warum das alles? Weil der Staat dafür gesorgt hat, dass diese fragwürdigen Maßnahmen seit mit jährlich 8 oder bei den städtischen Wohnungsbauunternehmen mit 6% von den Mieterinnen abzuzahlen ist. Und nach ca. 13 oder 15 Jahren, wenn die MieterInnen die komplette Summe abgezahlt haben, wird die gesteigerte Miete nicht etwa gesenkt, sondern die MieterInnen zahlen diese Erhöhung weiter. Weiter und weiter und weiter. Und in 20 bis 25 Jahren sind die Fassaden Sondermüll und neu zu machen. Wer zahlt das dann? Unsere Kinder werden uns für diesen Unsinn verfluchen und wir sparen durch diese Maßnahmen nichts. Nicht an Energie und nicht an Geld. Nicht selten haben energetische modernisierte Häuser einen höheren Energieverbrauch als vor der energetischen Modernisierung. Die kommunale GEWOFAG in München hat Testbauten ermittelt, dass Fenster auf, Heizung aus Automatik die meisten Einsparungen gebracht hat, weit vor Dämmung und aufwendiger Heizungsanlage. Was ist denn da los, Frau Umweltministerin Svenja Schulze? Haben Sie Ihr eigenes Haus denn auch gedämmt? Interessiert Sie Aufwand und Nutzen dieser Maßnahmen eigentlich? Oder ist Ihnen das egal, wenn die Statistik zur Klimaneutralität stimmt? Warum sollte die Unwirtschaftlichkeit den MieterInnen zugemutet werden? Warum sollen sich MieterInnen nicht auch von Unwirtschaftlichkeit befreien können? VermieterInnen wird dieses Recht schon lange zugesprochen. Zum Schluss ein kleiner Appell. Liebe VermieterInnen, liebe Gesobau in diesem Fall, seid gut zu euren Häusern und fair zu euren MieterInnen und lasst diese Hausschlachtungen sein. Eure Kinder und eure MieterInnen werden es euch danken. Liebe Vertreter der Medien, seid mutig, geht den Dingen auf den Grund, ermittelt die tatsächlichen Einsparungen durch energetische Modernisierungen und berichtet darüber.
und deckt die Verwicklung von Politik und Lobbyismus auf. Vor allem aber ist der Gesetzgeber die Parteien in der Pflicht, MieterInnenrecht herzustellen. Lebt mehr Zeit für Gerechtigkeit und redet nicht nur davon. Erspart den MieterInnen den Stress, der durch energetische Modernisierung entsteht. Wir leben in unseren Wohnungen und haben es nicht verdient, dass dieser Lebensraum angegriffen wird. Handeln Sie jetzt, denn die Bürgerinnen, Kinder und auch die Umwelt, die können so eine bessere Zukunft haben. Und natürlich müssen wir an dieser Stelle auch mal sagen, wir sollten alle solidarisch miteinander sein, gesund bleiben, darauf achten, was die Anforderungen sind, aber uns auch weiterhin aufmerksam machen, was in der Politik geschieht, was täglich geschieht, dass wir da nicht die Augen verschließen und nicht egoistisch werden. Was passiert mit den Obdachlosen gerade auf den Straßen, das weiß wohl keiner so richtig. Also gebt bitte der Mieterin Recht und lasst sie weiterhin nicht die Duldung übernehmen. Das ist wichtig, ne? Dass dort weiter ungedämmt bleibt, dass die Holzkastenfenster bleiben. Das ist ja vom Senat sogar gewollt und da gibt es sogar Förderprogramme. Also Gesobau, stellt da mal einen Antrag, da gibt es noch extra Geld dafür. Das wäre ganz schick. Und seid alle gesund und achtet auf euch und eure Nachbarinnen und seid solidarisch. Danke. Yeah. Oh, der dritte Teilnehmer, wir haben die Aufgabe. Nein, Zuhörer, kein Zuhörer. Selbst die Polizei hat gesagt,